Dort steht der Mond in seiner vollen Pracht. Überall hier in Delhi warten die Menschen auf den Beginn des Festes. Und jeder von uns bestätigt, den Mond gesehen zu haben. Und heute wird unsere Ehrlichkeit den heiligen Mond zum Zeugen haben. Das Problem ist ernst und sehr kompliziert. Euer Sultan hat heute eine Sünde begangen. Ihr werdet entscheiden, ob ihr mir vergeben oder mich bestrafen wollt. Allah, lieber will ich sterben, als es so mit anzusehen. Jeder Einzelne von euch kennt die Sitten, Traditionen und Gesetze in unserem Lande. Traditionell bestätigen immer 4 Kadis die Sichtung des Mondes. Erst nach der Bezeugung wurde das Ende des Monats Ramadan verkündet. Doch heute wurde die Tradition gebrochen. Die 4. Aussage. Der 4., der die Trommel schlug und das Ende des Ramadans verkündete, war kein Kadi. Es war meine Tochter, Prinzessin Razia. Wenn diese Tat in euren Augen ein Verbrechen ist, so bin ich der Schuldige. Es ist das Gesetz dieses Landes, jedem Beschuldigten die Möglichkeit zuzugestehen, seine Unschuld zu beweisen. Ich möchte euch nun von meiner Unschuld überzeugen. Das Ende einer alten Tradition kann eine neue Tradition hervorbringen. Heute hat das Brechen einer alten Tradition zu einem Streit geführt. Ich möchte, dass jeder von euch über eine Lösung nachdenkt. Wie viele von euch haben den heiligen Mond am Abend des Eid selbst gesehen? Hab ich den gesehen? Ja. Wir haben den gesehen. So gut wie jeder von euch hat also den Mond gesehen. Und jeder von euch ist ein guter Mensch. Warum bindet mich dann unsere alte Tradition, nur die Aussagen der 4 Kadis zu akzeptieren und nicht auch die euren? Was hat er nur vor? Hält Allah nicht selbst jeden von euch für vertrauenswürdig? Wir akzeptieren Allahs Allgegenwärtigkeit, aber weigern uns trotzdem, die Aussagen seines Volkes anzuerkennen. Ist das nicht eine Sünde? Sprecht nur lauter! Die Wahrheit sollte niemals ein Flüstern sein. Wenn es Sünde ist, Allah in Frage zu stellen, ist es dann nicht auch Sünde, auf unsere Frauen herabzusehen? Gott schuf die Frauen und seine Schöpfung ist absolut vollkommen. Woher nehmen wir uns also das Recht, sie so herabzusetzen? Alle hier anwesenden Frauen, unsere Mütter, Schwestern und Töchter, sind sie alle wertlos? Du
Du und du dort, seid ihr wertlos? Hält sich nur eine für wertlos? So werden es alle Frauen sein. Und wenn jede Frau wertlos ist, wie kann dann ein Mann perfekt sein, der doch von einer Frau geboren wurde? Ist es nicht eine Sünde, auf unsere Frauen herabzublicken, sie zu erniedrigen? Ich hoffe, dass du wach bist. Und jetzt reiß dich zusammen. Er hat es noch nicht ganz geschafft. Und nun möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn ich, euer Sultan, euch meine Untertanen, Männer, Frauen, Sklaven und ihr Herren als gleich betrachte, bin ich dann etwa ein Sünder? Dann gebt mir, eurem Sultan, die Macht, diese alte Tradition, die die Menschen teilt, am heutigen Tage zu brechen und sie gänzlich abzuschaffen. Sie entfremdet die Menschen voneinander, sie eint sie nicht. Habe ich das Recht, sie abzuschaffen? Ja! Nun, da ich als Sultan das Recht und den heiligen Mond als Zeugen habe, soll ich eine neue Tradition beginnen? Eine Tradition, in der Aussagen von Frauen nicht wertlos sind, in der unsere Frauen gleichberechtigt sind. Lang lebe Sultan Ataman! Lang lebe Sultan Ataman! Lang lebe der Sultan Ataman! Es ist mein Glück, dass die Menschen Delis diesen Wandel eingeleitet haben. Dieser Wandel wird heftig verurteilt werden. Dennoch werden wir die Sieger sein. Wenn ihr erlaubt, beginnen wir augenblicklich mit der neuen Tradition, die wir heute alle zusammen miteinander begründet haben. Akzeptiert ihr Prinzessin Razias Aussage? Wir akzeptieren ihre Aussage. Das tun wir. 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 Anzustarren. Lauf hin! Lang lebe Prinzessin Razia! Lang lebe Prinzessin Razia! Lang lebe Prinzessin Razia! Lang lebe Prinzessin Razia!
Heute hat mir meine Tochter Razia gezeigt, dass eine alte Tradition falsch war. Wollt ihr nicht alle ein Geschenk eures Sultans zum fröhlichen Ende des Fastens? Prinzessin Razia ist auf dem Weg! Prinzessin! Öffne den Kerker. Prinzessin Razia. Ich wusste, dass ihr zu mir kommen werdet. Bitte vergebt mir meine große Unverfrorenheit. Als mein Leben in Gefahr war, vergaß ich, dass ich eine Sklavin bin. Und das Schicksal eines Sklaven liegt einzig und allein in den Händen seines Herrn. Gott vergaß, unser Schicksal zu schreiben. Nein, so stimmt das nicht. Deine Handlinien hier prophezeien, dass sich dir der heilige Mond des Eids persönlich offenbaren wird. Das kann doch nicht möglich sein. Wie soll ich den Mond aus diesem Kerker heraus sehen? Möchtest du mir kein gesegnetes Fest wünschen? Mögest du eine gesegnete Mondnacht haben. Für mich ist es eine finstere Nacht. Das Licht meines Mondes ist mit dem Tod meines Mannes erloschen. Mutter, ihr seid doch das Mondlicht meines Lebens. Verjagt euren Zorn. Lasst ihn los. Wie kann ich meinen Zorn vergessen? Der Sultan ist äußerst dreist. Er zerstört alte Traditionen, nur damit das Volk ihn liebt. Ganz gewöhnliche Menschen werden ab heute die Sichtung des heiligen Mondes bezeugen. Großmutter Pari, stehen mir diese Ohrringe? Mit deiner Schönheit verdrehst du den Männern den Kopf. Wenn du diese Ohrringe trägst und dann auch noch tanzt, müssen sich die Männer in Delhi in Acht nehmen. Deine geliebte Razia wird Unheil über uns alle bringen. Wenn sie nicht endlich unter Kontrolle gehalten wird. Fatima, ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, dass du nicht frühzeitig sterben musst. Morgen wird endlich ein völlig neues Leben für dich beginnen. Ich werde noch heute den Sohn deines Herrn treffen. Ich bekomme die Bestätigung deiner Freiheit von ihm. Das ist ein Versprechen, das ich dir gebe. Danke. Danke. Ist das wahr? Prinzessin Razia, Prinzessin, ich danke euch, dass ihr in dieser Nacht mein Leben gerettet habt. Ich danke euch so sehr. Ich kann es noch gar nicht glauben. Möge Allah euch ewiges Glück verleihen. Ich werde für euch beten. Vom heutigen Tage an gehört mein Leben nur euch, Prinzessin.
Ich war fest davon überzeugt, dies wäre die letzte Nacht, die ich noch erleben würde. Aber in dieser heiligen Nacht kamt ihr und schenktet mir mein Leben, Prinzessin. Habt eine gesegnete Neumondnacht. Allah soll von nun an eure Sorgen mir aufbürden. Ich werde jetzt gehen, Fatima. Ich komme morgen zurück. Das ist deine letzte Nacht in diesem Gefängnis. Sag mir, warum regst du dich in dieser heiligen Nacht so auf, Shamsha Begum? Dieser Funke einer Reform, den Razia entzündete, wird nicht nur mich aufbringen. Er wird ganz Delhi entzünden. Und es wird lange dauern, bis sich alles wieder beruhigt hat. Ja, alles braucht seine Zeit. Es gab eine Zeit, da hast du beim Laufen meine Finger in deiner kleinen Hand gehalten. Du hast den heiligen Mond auf meinen Knien sitzend beobachtet. Und dann hast du aus meiner Kiste einfach Paaren geklaut. Du hast deine kleinen Lippen rot bemalt und bist herumstolziert. Und wenn du einen deiner Wutanfälle bekamst, konnte ich dich gar nicht mehr bändigen. Shamsha. Großmutter kann nicht mehr. Aber ich könnte dich auf den Schoß nehmen. Ah, meint ihr, ich sei ein Kind? Und wollt mich belustigen? Du warst also auch eigensinnig wie Razia. Erwähne dieses freche Mädchen nicht vor mir. Eine Tradition wurde heute wegen ihr gebrochen. Es war nur eine Tradition und Gott sei Dank kein Herz. Jetzt schenke mir doch ein Lächeln. Ein Lächeln ist heutzutage sehr kostbar geworden. Meine Tochter war doch nicht immer so ernst. Und meine geliebte Mutter war auch nicht immer ganz so launenhaft. Meine Großmutter ist sehr süß. Komm schon, schenk uns ein Lächeln. Adila. Ja, Eure Majestät. Wieso sieht der Harem denn heute so trostlos aus? Gehe und treffe Vorbereitungen für unser großes Fest. Ich werde mich darum kümmern. Allah, ich danke dir dafür, dass du uns so viel Glück schenkst. Der gute Wunsch jedes Einzelnen macht den Eid unvergesslich. Er soll für alle friedlich sein. Winkel deine Handgelenke stärker an. Halt die Hände so. Chanda! Ja? Geh und schau, ob Großmutter auf dem Weg ist. Zeig es mir nochmal. Nochmal von vorne. Sie noch stimmen. Du hältst sie wie die Zügel eines Pferdes. Du musst die Saiten festziehen. Das Instrument heißt der Juba. Du musst es mit dem Herzen spielen, sonst geht gar nichts. Fang noch mal an. Prinzessin, eure Großmutter ist gleich da. Komm doch rein! Ich habe schon lange auf euch gewartet. Schaut, alles ist schon vorbereitet. Es bleibt nur noch, euch jetzt gemütlich hinzusetzen und euch gut zu vergnügen. Sehr gut. Du hast in kurzer Zeit alles exzellent vorbereitet. Das ist löblich. Ich konnte nicht anders.
Ich weiß doch ganz genau, dass Großmutter das Fest des Eid groß und prächtig feiern will. Außerdem habe ich versprochen, dass ich mein Bestes gebe, damit das Fest herrlich wird. Bitte tretet ein! Was steht ihr da noch rum? Tretet ein! Kommt! Großmutter, komm rein! Werden heute Nacht hier ungesehen rauszukommen. Viele Augen beobachten euch. Also wie wollt ihr es schaffen, Nesa Mordens ältesten Sohn heute zu treffen? Selbst ich weiß es nicht. Meine Großmutter jedenfalls. Beobachtet mich sehr genau. Hör mal, wir sollten jetzt wirklich aufhören zu flüstern, kapiert? Ich habe so lange auf dich gewartet. Nun kommt zu mir, Eure Majestät. Ohne euch scheint die Feier unvollkommen zu sein. Lachen. Lass niemanden das Glück meiner Mutter jemals stören.